wir schauen, wie das Ganze ausgeht. Kampf im K1, Kickboxen mit Lowkicks und Knie zum Körper. Ja, wir sehen schon etwas verhaltenerer Beginn. Man weiß darum, wie schwer können solche Treffer sein, wie schlimm können solche Treffer sein. Der junge David versucht hier mit Distanzschlägen sich Patrick wegzuhalten. Patrick, konsequente Deckung, wartet wahrscheinlich auf seine Chance. Man versucht ja, es ist ein sehr akzentierter Low-Kick. Und schöner rechter Kick zum Körper. Ja, doch, wieder schöner rechter Kick zum Körper. Jetzt doch von Patrick mit den Ellbogen geblockt. Und jetzt geht Patrick in den Infight. Und wieder wunderschöner Mittelkick. Man hört auch, da ist schon ein bisschen mehr Pfeffer dahinter bei diesen Gewichtsklassen. Also das ist das, was natürlich gefährlich ist. Für meine Begriffe steht der Patrick etwas zu nahe an David. Er geht also von der Distanz in die Halbdistanz. Da ist er natürlich sehr anfällig. Wieder jetzt natürlich, wir sehen relativ wenig von Patrick. Also aus der Rotnecke, der etwas ältere. So, jetzt sollte aus meiner Sicht David etwas mehr mit der Führungshand arbeiten, damit er den Patrick etwas weiter in die Distanz schickt. Weil das ist immer die Gefahr, dass hier ein Knie zum Körper kommt. Wunderschöner, und das ist dieser Frontkick von Patrick, der natürlich sehr gefährlich sein kann. Wieder Lowkick von Patrick. Runde ist aus. Ja, ganz guter Beginn, etwas abtasten, etwas vorsichtig das Ganze. Man weiß um die Gefahr. Nach diesem Kampf gibt es eine kleine Pause von ca. 10 bis 15 Minuten. Also Zeit für euch Chips, etwas zu trinken, zu holen, Toilette aufzusuchen. Möglicherweise gibt es Raucher unter euch. Eine Minute Pause hat man zwischen den Runden. In der Minute wird versucht, den Kämpfer zu kühlen, weil natürlich das Problem ist immer dieses Schwitzen und diese unglaubliche Temperatur, die der Körper durch diese hohe Belastung entwickelt. Meistens ist es so, dass der Körper schon der Puls meistens schon übersäuert ist. Der Pulsbereich zwischen 190 und 200 in der Vollbewegung bei so einem Kickboxkampf ist. Runde 2. Wieder drückt Patrick gegen den Gegner, lässt ihm kaum Platz, sperrt ihm jetzt richtig in der Ecke ein, und Patrick macht einen großen Fehler, er lässt die Hände sehr weit unten, genau, was ich auch sehr gefährlich finde. Und der Patrick aus der blauen Ecke mit den gelben Handschuhen steht sehr unnachgiebig da in der Ecke. Also da ist die Gefahr sehr groß, dass eine verheerende Aktion kommt, und David müsste versuchen, aus dieser Ecke rauszugehen. Er muss weg von der Ecke. Genau, was er jetzt auch macht. Aber seine Hände sind natürlich auffällig unten. Es ist es wäre besser, wenn David versuchen würde, mehr in die Mitte zu kommen. Jetzt kommt der Lowkick von Patrick. Frontkick von Patrick. Wunderschön! Ein Roundhouse-Kick hoch zum Kopf gesetzt, und Patrick einen wunderschönen Feger. Aber ja, wieder ein schöner Frontkick von Patrick. Er setzt eindeutig die akzentierteren Treffer, er setzt eindeutig die klareren Treffer. Wieder ein schöner Lowkick.
Und dann noch der Fehler von David, dass er beim Low-Kick mit der linken Hand nach unten greift. Auch das wird der erfahrene Patrick jetzt natürlich bemerkt haben. Und wird ihm jetzt den oben vorbereiten und wird dann unten abziehen. Da ist nichts Zählbares dabei von David. Runde 2 ist vorbei. Ja, schöne Akzente von David, aber die besseren Treffer aus meiner Sicht von Patrick, von dem Erfahrenen aus der blauen, aus der roten Ecke. Wird man sehen. Ich denke, ich weiß nicht, wie ihr das da draußen auf den Geräten seht. Ich denke, hier wird nicht Vollgas gegangen. Ich vermute das hier. Vielleicht, weil beide aus Polen sind, weil sie da keiner verletzen will, keine Ahnung, aber warum steigt man dann in den Ring? Aber egal, wir sehen heute aus dieser Gewichtsklasse trotzdem schöne Techniken, vor allem sehr beeindruckend, dann noch diesen Kopfkick ausgedreht. Der Beinfeger von Patrick, also aus der blauen Ecke. Patrick Schischko im Prinzip auch schon sehr lange dabei, sehr erfahren. David eben sein erster Kampf und das muss man ja sagen. Der erste Kampf ist immer eine Irrsinnsbelastung. Also Leute, macht es einfach einmal. Man kann sehr leicht von hier oben oder von draußen über jemanden urteilen. Aber wirklich urteilen sollte man erst dann, wenn man selber mal drin gestanden ist. Das ist dann doch ein wesentlicher Punkt. Man kann nicht einfach nur sagen, das macht er falsch, das macht er falsch. Leute, selber reinstellen und richtig machen. Jetzt ist David etwas besser, dass er aus den Seilen rausgeht, aber er vernachlässigt halt schon sehr die Deckung. Wieder die Hände unten. Leute, hat ihm der Patrick jetzt gesagt, dass er die Hände raufgeben soll, hat mir das getäuscht. Aber da war jetzt der Treffer von David. Matonok, David, aus also, und wunderschöner Frontkick. Schön in der Vorwärtsbewegung den Gegner mit Frontkick abgefangen und damit Niederschlag. Und das kommt zum Anzielen. Ganz klarer Wirkung mit Wirkungstreffer auf den Boden gegangen. Ausgezeichnet und vor allem mit einer unfassbaren Geschwindigkeit. Natürlich, wenn man die Hände so unten lässt, das wird normalerweise schon bestraft. Und jetzt hat sie David Matonok in der Ecke wieder festgeklebt. Also man sieht keine Bewegung raus, er versucht es ja nicht einmal, bleibt da hängen und der Patrick mit all seiner Routine, ob er best nicht, wie man sagt, sondern bleibt aus der Distanz stehen und setzt seine Trefferrunde vorbei, ausgezeichnet. Ich glaube, normalerweise sollte Patrick Schischko diesen Kampf gewonnen haben, aber möglicherweise wird man hier auch auf Unentschieden gehen. Schauen wir mal und lassen wir es überraschen. Ja, es wird trotzdem entschieden und auch ganz richtig entschieden. Patrick Schischko, Sieger dieses Kampfes.